würde sagen, es wird Zeit für Set 0. Alter Falter, das war's wieder komplett. Hey, Minecraft-Freunde, schaut euch diese wunderschöne Zahl an. 10.075 von 10.000 möglichen Spielern sind gerade auf Gomma.net. Ich möchte, oh, jetzt schon 10.089. Ich möchte einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Danke für euren Support. All die Jahre, natürlich auch jetzt die vergangenen Monate, freut uns extrem, dass ihr unsere Spielmodi momentan sehr feiert. Ich kann euch schon sagen, wir arbeiten gerade ganz fleißig an neuem Content. Also dieses Jahr wird euch noch richtig viel hier auf Gomma.net erwarten. Wir freuen uns auf jeden Fall mega auf die kommende Zeit und zur Feier des Tages würde ich sagen, ich schreibe mal Hashtag 10k, zur Feier des Tages machen wir einfach mal heute auf der Community ein, wer falsch liegt, fliegt und wer es bis ins Finale schafft, ja, wer es bis ins Finale schafft, der gewinnt einen Preis, nämlich OP-Rechte für, sagen wir mal, 30 Minuten hier auf der Community, da kann er mitmachen, was er möchte, er kann auf der Community alles theoretisch zerstören, das kriegt der Gewinner. Wenn euch das gefällt und ihr eine zweite Folge haben wollt, dann vergesst nicht jetzt einen Daumen hoch da zu lassen, danke für euren Support noch mal. Einfach zu heftig, was hier gerade abgeht. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch schon rein. Ja, Freunde, es ist ein bisschen voller geworden, wie ihr seht. Die Plattformen sind gefüllt mit Spielern, mit den Teilnehmern. Jetzt geht es auch schon los. Erstmal zum Warmwerden mit der ersten These. Gomma.net hat heute über 10.000 Spieler gleichzeitig online gehabt. Das müsste ja eigentlich jeder hier wissen. Ich würde sagen, ich mache mich schon wieder bereit, die mittlere Plattform zu erschaffen. Und zwar, ich würde sagen, 5, 4, 3, 2, 1 und go! Da sind tatsächlich, ich habe ja jetzt eine kurze Pause gemacht, da sind anscheinend wirklich welche nicht auf dem neuesten Stand. Alter Falter, fliegen da direkt viele raus. Das war doch zum Warmwerden, aber... Ja, wer falsch liegt, fliegt, kann ich nur sagen. Wer falsch liegt, fliegt. Wir hatten heute tatsächlich einfach über 10.000 Spieler wieder online. Das ist mega krass einfach. Vielen Dank für euren Support. Freut uns enorm, dass ihr unsere Spielmodi so feiert. Wie gesagt, es kommt in naher Zukunft noch vieles da auf euch zu. So, weiter geht es. Ich habe in meinem letzten Video eine neue Art der Facecam vorgestellt. Richtig oder falsch? Ich mache mich wieder bereit. Ich würde sagen, wir geben dem Ganzen nochmal 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und ja, da sind wieder mal, okay. Kleinvieh macht auch Mist. Wir zwei raus. Null. Ciao. Unwar. Er heißt einfach auch Unwar. Er heißt Unwar. Ja, das, was er da hier gedacht hat, das ist wirklich Unwar. Denn ich habe das ja wirklich gemacht. Ich habe eine Schattencam euch vorgestellt, wo quasi statt einer Facecam an der gleichen Stelle eine Schattencam ist, wo man nur den Schatten sieht, wie meine Gesten so sind beim Spielen, bei Reaktionen. Auf jeden Fall sehr witzig, falls es noch keiner von euch kennt. Schaut gerne mal in dem Video vorbei. Oh nee. So ein kleiner süßer Hund, so ein kleiner süßer Hund. Gehen wir weiter zum guten alten Monte. So, Montana Blacks Creator Code heißt Get on my Level, falls man ihn unterstützen möchte. Wir geben dem Ganzen nochmal ein paar Sekunden hier. 5, 4, 3, 2, 1. Alter, ich glaube nicht, dass so viele raus sind. Ich glaube nicht, dass so viele raus sind. Es sind so viele auf richtig. Es sind so unglaublich viele auf richtig. Einige probieren hier gerade noch rüber zu springen, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es einfach nicht. Ich sage es schon mal, ihr seid alle raus. Er hat keinen Creator-Code mehr. Das wissen die alle nicht. Das wissen die einfach alle nicht. Ich würde sagen, es wird Zeit für... Set 0. Alter Falter. Das war's wieder komplett. Wird da geschrieben. Ja, das war's wirklich komplett. Um es mal mit Montes Worten auszudrücken. Also das, da muss ich aber ganz dringend mal los. Also Leute, mal wie wenige wir hier noch sind. Es geht um OP-Rechte, ja? Es geht einfach um OP-Rechte 30 Minuten lang. Und ja, das ist auch nochmal ein extra Video, würde ich vorschlagen. Was passiert, wenn ein Spieler unter 300 anderen Spielern OP-Rechte plötzlich random bekommt? In meinem Gamescom-Vlog hatte ich einen BMW M5. Ist das richtig oder ist das falsch? Man muss natürlich so ein bisschen auch einfach aktiv dabei sein, um hier weiterzukommen. Und ich würde sagen, oh mein Gott, sind da gleich viele raus. Alter Falter, sind da gleich viele raus. Sind da gleich viele raus. 5, 4, 3, 2, 1. Ey Leute, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wir haben einfach schon Finale nach der... Das hatten wir noch nie hierbei, wer falsch liegt, fliegt. Nach der vierten These. Nach der vierten These. Schaut euch das an. Schaut es euch an. LOL. Oha. Also, da haben die aber nicht wirklich aktiv mein Vlog sich angeluschert. Da haben sie nicht vorbeigeschaut. Wir haben einfach schon Finale. WTF? Wie schnell ging das, bitteschön? Das gab's noch nie. Ich hatte, es war ein M4. Es war ein M4, kein M5. Oh mein Gott. Und ich habe ganz eindeutig hier geschrieben eben, M5. Also da, jeder, der hier
Jeder, der hier eben gerade auf richtig stand, guck mal, da unten stehen sie jetzt alle und schauen zu. Es ist einfach krass, wie viele jetzt schon raus sind. Ich komme darauf gar nicht klar. Vielleicht gebe ich auch an zwei Personen OP, wenn das jetzt hier so mega kurz wird. Man weiß es nicht. Wir gehen mal weiter. Der Livestream zum diesjährigen Gomma Hadinett Geburtstag ging über 4 Stunden. Ist das richtig oder ist das falsch? Da gehen jetzt... Oh, da schreibt einige right. Oh mein, sie können sich nicht entscheiden. 5, 4, 3, 2, 1. Ich würde sagen, ich löse jetzt auf. Es möchte sich echt keiner entscheiden. Wir haben jetzt anscheinend schon einen Gewinner. LOL, Alter. Das gibt's nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell alle rausbekomme. Der Gewinner, der OP bekommt, ist AKA Jonas. Ich mache jetzt erstmal so, um anzutäuschen. Um erstmal anzutäuschen. Nein, okay. Guck mal. Oh. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh nein, ich täusche niemals an. Ja, der ging tatsächlich über 4 Stunden. Ich glaube sogar über 5 Stunden. Wir haben damit einfach jetzt schon einen Gewinner, wie gesagt. Er möchte OP. Ja, kann ich verstehen. Okay, also, wir machen Verlängerung. Nächste Runde. AKA Jonas bekommt es auf jeden Fall. Weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Nächste Runde startet. Warte, ich muss erstmal wieder die Spieler alle ranholen. Da kommen sie wieder. Da kommen sie alle angelaufen. Haben Bock, nochmal dabei zu sein. Aber hier kann auch jeder ist willkommen. Wirklich jeder. Auch die Hater, die mal irgendeinen Spruch gedrückt haben. Ich heiße herzlich jeden hier willkommen. Wirklich. So, kommt ran hier. Kommt ran an meinen Stand. Also, im nächsten Video haben dann tatsächlich 2 zufällige Personen hier aus dieser ganzen Menge hier an Spielern OP-Rechte. Das wird einfach nur, glaube ich, lustig. Und die totale Zerstörung für die schöne Community. Oh Mann, oh Mann. Okay, fangen wir an. Knossi hatte bei seinem IRL-Stream vor ein paar Tagen fast, sage ich, 90.000 Zuschauer gleichzeitig. Es waren ja mehr. Es waren über 100.000 Zuschauer gleichzeitig. Ich würde sagen, Ando, 3, 2, ich glaube es nicht. Wie viele ich heute rausbekomme, ich glaube es nicht. Schaut einfach mal, das ist dieser Gruppenzwang. Das ist tatsächlich dieser Gruppenzwang. Alle, die hier geschrieben haben, alle, die richtig gesagt haben, liegen, sind leider falsch. Guckt euch das mal an, wie viele das schon wieder waren. Unglaublich. Es waren, wie gesagt, über 100.000. Okay, weiter geht's, Leute. Oh mein Gott, wenn das jetzt schon wieder so schnell geht, dann... Ach, ich weiß dann auch nicht mehr. Aber egal, dann passt das, denke ich, erstmal. Also, mit zu Premium kann man in der Gomma Hadinett Lobby fliegen. Das ist soweit richtig. Das kann man. Ich würde sagen, Ando 3. Da sind auch viele Supremiums direkt drüber. Die wissen natürlich Bescheid. 3, 2. Also, wer da jetzt noch auf Rot steht, der muss wirklich überzeugt sein. Wenn selbst die Supremiums alle auf richtig stehen. Meine Güte, wie kann man denn dann noch hier auf Rot stehen bleiben? Wieso? Wieso? Aber ja, das Spiel besagt, wer falsch liegt, der fliegt. Schön mit Ö. So, weiter geht's mit dem Molecraft-Event, das gerade auf dem Server läuft. Das läuft heute am... Also das ganze Event, das gab es übers Wochenende und zwar von Freitag bis Sonntag und heute läuft es bis 22 Uhr, nicht bis 23 Uhr. Ich würde sagen 5, 4, 3, 2, 1 und wieder 2 raus. Finde ich okay. Das ist ein angenehmes Tempo, wie ich finde. Damit kann ich arbeiten. So, tschö mit Ö. Weiter geht es. In meinem Gamescom-Vlog hat man Reef, Dompra, Dena und Snox gesehen. Dena hat man nicht gesehen. Insofern ist diese Aussage falsch. Man hat zwar Reef, Snox, Dompra da drin gesehen, aber nicht Dena. Also, 3, 2, 1 und wieder eine Person raus. Finde ich gut. Jetzt mal ein bisschen Allgemeinwissen. Bankdrücken im Gym beschreibt meist eine gute Beinübung. Das ist natürlich absoluter Quark. Also meistens, deswegen habe ich meist auch geschrieben, ist das eine gute Übung für die Brust, nicht für die Beine. Also ganz andere Körperpartie. Ich würde sagen 3, 2, 1 und die Wand wird erschaffen. Wieder sind 2 raus. Ich glaube, die wollten das aber auch so. Ihr wolltet es doch so. Mann, die springen schon wieder von alleine runter. Set 0. Ich habe über 10 Super Mario Maker Videos hochgeladen. Das ist falsch. Habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 3 Stück, 4 Stück hochgeladen. Geiles Spiel auf jeden Fall. Hat mega viel Spaß gemacht. Aber nicht über 10. 3, 2, 1. Und ich würde sagen, wir haben einfach jetzt schon wieder, ich kann es echt nicht fassen, ich kann mich auch gar nicht mehr drüber wundern. Heute ist anscheinend echt der Wurm hier drin bei den Spielern. Falsch! Das ist echt falsch! Wieder so viele raus hier einfach. Wir haben Finale. Unglaublich. Unglaublich. Ich hoffe, der ohne Skin bekommt OP-Rechte. Bitte! Das wäre so lustig. Das wäre zu nice. Weil bei ihm kann ich mir, also, ne, ich mag den anderen auch, aber ich kann mir bei ihm noch mehr vorstellen, dass er irgendwie Mist baut mit den OP-Rechten. Und ich glaube...
Das wäre der richtige Kandidat. Egal, wir gucken mal weiter. Okay, Leute, Steve's Castle habe ich Anfang dieses Jahres veröffentlicht. Das ist richtig. Steve's Castle, mein Handyspiel, das in die Richtung Tower Defense geht, grafisch an Minecraft angelehnt ist, habe ich Anfang des Jahres released. Und guck mal, er hat richtig gesehen, wie er... Oh, sie machen es spannend. Alter Falter, wollen sie es wirklich spannend machen? 3, 2, sie wollen es. Sie wollen die finale Entscheidung. Und da ist die Wand. Und damit haben wir jetzt einen Gewinner. Leider ist der, den ich eigentlich... Oh Mann, das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich mach's schnell jetzt hier. Schnell abhauen hier. Schade, schade. Trotzdem gut dabei gewesen. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier einen zweiten Gewinner. Ich würde sagen, GG. Tias hat auch schon Bock auf OP-Rechte. Das kann was werden. Oh mein Gott. Zwei Spieler werden hier bald die Kontrolle übernehmen. Und zwar in einem der nächsten Videos. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst jetzt ein kostenloses Abo da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Bis dann und tschö mit Ö.